In vielen Berufen sind auch im heutigen digitalen Zeitalter eine gewisse Handfertigkeit und naturwissenschaftliche Kenntnisse unerlässlich. Das ist auch bei der Firma Prüftechnik Linke und Rühr aus Magdeburg so. Wo sonst Werkstoffprüfer aus- und fortgebildet werden, durften sich am 25. August Schüler der 9. Klasse der Burger Sekundarschule Karl von Clausewitz ausprobieren. Die IHK und die RKW hatten für ihr MINT-Projekt zum Materialprüfertag eingeladen. Ziel ist die Förderung der MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Nicht nur im Rahmen des Bundesprogramms MINT Zukunft schaffen, fördert die IHK hier die Kontaktaufnahme zwischen Schulen und Wirtschaft. Also wir wollen das auch nachhaltig anbieten, Schulen zu unterstützen, zum einen Wirtschaftskontakte zu suchen, also Unterricht praxisnah zu gestalten mit Unternehmen, mit unseren Mitgliedsunternehmen, da helfen wir bei der Entstehung dieser Kooperation und auch dieser Kontakt hier zur Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Materialprüftechnik werden wir aufrechterhalten und können auch in den nächsten Jahren Schulen diesen Materialprüfertag anbieten. Zusammen mit der Hanomag-Hertol-Lohnhärterei und der Sparkasse Jerichower Land waren für die Schüler 3 Stationen vorgesehen. Ein Bewerbertraining, ein Unternehmensplanspiel und verschiedene Experimente aus dem Bereich der Prüftechnik. Diese praxisnahe Umsetzung war nicht nur gewollt, sondern kam auch bei den Schülern gut an. Es waren viele Sachen dabei, die mich sehr interessiert haben, aber es waren auch eher so die Sachen, die eher in die Praxis gingen, die mir sehr gefallen haben. Das hier, was wir gerade machen, das hat mich schon sehr überzeugt. Warum? Das macht irgendwie Spaß, da muss man so raten, beziehungsweise was suchen. Dass die Initiative MINT Zukunft schaffen ihre Berechtigung hat, zeigen auch die Bewerberzahlen bei den MINT-lastigen Unternehmen. Dementsprechend fallen auch die Wünsche der Firmen aus, die sich beim Materialprüfertag engagiert haben. Ja, ich wünsche mir mehr Bewerbungen. Wir haben relativ wenige Bewerbungen pro Jahr und das ist auch noch rückläufig. Ansonsten die Bewerbungen, die eintreffen, die wissen meist sehr gut über den Beruf auch schon Bescheid und worauf sie sich da einlassen. Und man bestreitet die 3,5-jährige Ausbildung meist auch mit einem positiven Ende und es kommt auch regelmäßig zur Einstellung danach. Die Sekundarschule Karl von Clausewitz ist übrigens eine von 7 Schulen aus Sachsen-Anhalt, die sich im Rahmen des Bundesprojektes um die Auszeichnung als MINT-freundliche Schule beworben hat. Alle sind aus dem Kammerbezirk Magdeburg.